Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Ein Quadrat wird in 7 gleiche Rechtecke eingeteilt, wie es auf der unten stehenden Zeichnung dargestellt ist. Frage: Wenn der Umfang eines dieser Rechtecke 48 cm beträgt, wie groß ist dann in Zentimeter der Umfang des Quadrats? Nennen wir diese kleine Seite von solch einem Rechteck x, so ist diese Seite vom großen Quadrat gleich 7x und diese Seite vom großen Quadrat ebenfalls. Wir wissen, dass der Umfang von solch einem Rechteck 48 cm beträgt. Der Umfang von solch einem Rechteck beträgt aber auch x plus 7x mal 2. Also ist 2 mal 8x gleich 48, woraus wir schließen, dass 8x 24 sein muss. Das bedeutet also, dass x 3 sein muss. Der Umfang von dem großen Quadrat wird natürlich berechnet durch 4 mal diese Seite 7x. Da x aber 3 ist, führt das zur Rechnung 4 mal 7 mal 3 und somit ist der Umfang also 84 cm. Die Antwort auf diese Aufgabe lautet also 84. Die nächste Frage der Mathe-Olympiade wird im nächsten Tutorial beantwortet.